Im schönen unterfränkischen Dorf Büchold lebt die Familie Balling. Und bei ihr bin ich eingeladen, in ihr kleines Gartenparadies, das auch jetzt im Herbst noch mit allerhand aufwarten kann. Ja, Margit Balling ist gelernte Köchin und Hauswirtschafterin und will was Gutes und Besonderes kochen. Erst machen wir eine Suppe aus dem Topinambur und dann kochen wir noch eine Gans. Ja. Hast du es gehört? Eine Gans gibt's morgen mit Klößen. Ja. Boah, das klingt gut. Bis später, ciao. Beim Rundgang merkt man, dass bald die Lebkuchenzeit kommt. Die Nüsse vom eigenen Baum sind schon fast trocken. Und wie lange müssen es trocknen? Am besten ist so eine Woche in der Sonne, so wie jetzt. Das Wetter ist optimal. Im Tomatenhaus spürt man noch ein bisschen Sommer. Und da ist auch noch was los bei dir. Ja, im Gewächshaus klappt es mit den Tomaten doch relativ gut. Solange sie noch grün sind und die Blätter nicht gelb werden, kann man sie ernten und kann dann sie ins Warme legen, zudecken und dann reifen sie nach. Bis Weihnachten kann man, wenn man es gut macht, noch Tomaten essen. Vorm Glashaus wächst der Topinambur. Schöne Blüten. Ja, sehr schöne Blüten sind es, aber die essen wir nicht. Die stellen wir höchstens in die Vase. Ja. Ganz tolle Knolle, richtig schön groß. Ab wann erntest du? So ab Mitte Oktober ist es erntereif. Und wie lang? Den ganzen Winter, solange der Boden nicht gefroren ist. Und was machen wir mit dem Laub? Ja, das kommt auf den Kompost, genau. Dann müssen wir sie richtig waschen, weil die sind halt wirklich richtig dreckig. Ja. Vielleicht ein bisschen abwürscht und dann machen wir eine Suppe draus. Nicht jeder kennt die Knolle, aber angebaut wird sie bei uns schon so lang wie die Kartoffel. Suppe kochen wir heute. Dazu müssen wir sie jetzt noch geschält sinsen. Jetzt müssen wir sie noch klein schneiden. Kartoffeln klein schneiden, alles gewürfelt, dann wird schön angeschwitzt, in ein wenig Butterschmalz mit Zwiebeln und dann Kartoffeln kommen rein, damit man eine Bindung hat, braucht man kein Mehl und dann wird es mit Brühe aufgegossen, etwas gekocht und dann püriert und abgeschmeckt und schon ist fertig. Und würzen tun wir es mit Salz, Pfeffer, Muskat. Bald gibt's Essen. Der Martin Balling kriegt von seiner Frau immer was Frisches aus dem Garten. Und im Garten wird auch gekocht und gegessen. Den eigenen Topinambur, den es sonst fast nur im Bioladen gibt, macht Margit Balling gern. Der Topinambur ist ja was Gesundes. Auch für Diabetiker, habe ich gehört. Ja, das ist sehr gesund. Der hat das Inulin, das ist ein unverdaulicher Mehrfachzucker. Und der bringt im Gegensatz zu anderen stärkehaltigen Lebensmitteln den Zuckerhaushalt nicht durcheinander. Da werden gerade ein paar Scheiberl von der Knolle frittiert, oder? Was machst du da? Das gibt Topinambur Chips. Das kann man so als, heutzutage nennt man es Topping. Was? Heutzutage nennt man es Topping. Also Topping? So zum Drüberstreuen über die Suppe. Ja, das sind keine Cracker zum Dopen, sondern resche Knappereien, die auch pur gut schmecken. Aber die Scheiberl toppen natürlich die Topinambursuppe bestens. Auch Sohn Jakob ist jetzt von der Arbeit gekommen und kann die wirklich sehr fein schmeckende Suppe mitgenießen. Gut sieht's aus. Nach dem Essen ist immer auch vorm Essen. Am nächsten Tag soll es eine Gans geben von einem Hof in der Nähe. Beim Direktvermarkter Wolf in Eusenheim beginnt jetzt die Gans-Saison. Ja, Martini dann, gell? Und geht's los, genau. Und bis Weihnachten. Martini bis Weihnachten. Margit Balling arbeitet in dem Betrieb hier öfter mit. Deshalb darf sie sich die Gans auch selber einpacken. So, rein tun. Die Innereien gibt es dazu. Alles wird bei Margit Balling verwertet. Und eine Gans besteht ja nicht nur aus Brust und Keule. Hier am Hof bei Irmgard Wolf gibt es die Gans auch nur Gans. Wenn einer Gans nicht zwingt, dann braucht er keine, so ungefähr. Ja, oder halbe. Also halbe geht auch noch. Genau. Damit brauchen wir für ihn für eine Ganze, oder? Du brauchst eine Ganze. Ja, wir brauchen eine Ganze. Wir wollen sie ja füllen und alles verwerten, was da dazu gehört. Wir brauchen eine ganze Gans. Eine Gans muss früh in den Ofen, wenn es sie am Mittag geben soll.
Ja, die ist schon sauber putzt gewesen, gell? Ja, die war schon sauber. Ein bisschen was bleibt immer. Genau, ein bisschen was wird immer übersehen. Ja, kompliziert ist ja nicht ganz Brot, oder? Die kommt in den Ofen und nach einer gewissen Zeit ist fertig. Ja, genau. Wenn man sie einfach so brät, ist sie auch sehr gut und ja. Es ist ja relativ einfach. Aber man kann sie natürlich auch füllen, weil man kann ja auch die Innereien verwerten. Bei der heutigen Lebensmittelverschwendung, wie die alle reden, finde ich es noch wichtiger. Die Innereien, das ist der Magen, die Leber und das Herz. Das lassen wir durch den Fleischwolf und machen mit Brötchen, Zwiebel, Gewürzen und Eier eine Fülle. Dann machen wir eine angedünstete Zwiebelwürfel mit rein, Salz und Pfeffer. Und dann haben wir das verwertet und man hat noch was Leckeres zusätzlich. Man kann die Innereien natürlich auch so mit braten und dann so essen. Die geht dann noch ein bisschen auf dann, gell? Jawohl. Genau, durchs Braten. Das müssen wir hier noch zumachen. Und gibt es sowas bei dir, wo du kochst da? Ja, da gibt es auch ganz so einmal im Jahr, so als was ganz Besonderes. Festessen vor Weihnachten, da machen wir dann Gänsekeulen. Ja, und du bist ja Köchin, gell? Ich bin Köchin und arbeite auch als Köchin in einem Mehrgenerationenhaus. Wir kochen für Kindergartenkinder, für Schulkinder und für Senioren. Gut 3 Stunden muss die Gans braten. Da ist ein bisschen Zeit, um etwas über Margit Ballings Engagement im hiesigen Verein zur Bewahrung des unterfränkischen Dialektes zu erfahren. Auf der Vereins-Homepage postet sie von ihr aufgestöberte ursprüngliche Rezepte mit alten Namen. Die Seite heißt Fränkisch Lecker und ist aus der baurischen Küche. Die baurische Küche, was ist? Ja, man nennt es halt so aus der baurischen Küche, weil das sind viele Rezepte, die früher eigentlich hauptsächlich die Bauern, die Höfe, auf den Höfen gekocht worden ist, weil das alles Dinge waren, die man gehabt hat auf dem Hof. Da hat man geschlacht, da hat man alles aus dem Garten gehabt und daraus hat man einfach Gerichte gemacht, die damals selbstverständlich waren und heute schon was Besonderes sind. Blutsauce und Stichle. Ja, das ist auch ein ganz altes Gericht, das hat man auch nach dem Schlachten gemacht. Ja, also du kennst dich aus mit der heimischen Küche da. Ja, kenne ich mich aus. Mache ich gern, koche ich gern und ist mir auch ganz wichtig, dass man das pflegt und dass die Rezepte nicht in Vergessenheit geraten. Und da steht was über Kartoffeln. Grumbirnschelfer. Grumbirnschelfer. Kartoffelschale. Kartoffelschale, genau. Und du machst jetzt halt Grumbirn... Klöß. Wir machen Grumbernklöß heute, genau. Und wie machst du die? Kartoffelklöß. Aus gekochten Kartoffeln werden gekocht und mit der Presse durchgepresst. Dann kommt ein Ei rein, Salz und ein Kartoffelmehl. Mhm. Also nur gekochte Kartoffeln? Nur gekochte Kartoffeln, ja. Die halbseidenen Kartoffelklöß. Halbseiden bedeutet nicht, dass die Klöße minderwertig wären, sondern dass sie gegenüber denen aus rohen Kartoffeln feiner sind. Die Gans ist fertig, die Haut ist resch geworden und hat die richtige Farbe. Jetzt geht's dann ans Tranchieren. Als erstes werden Haxel und Flügel von der Karkasse abgetrennt, mit einem Schnitt an der richtigen Stelle durchs entsprechende Gelenk. Dann kommt die Brust dran. Vierteln wie bei einer Ente, das geht bei einer Gans gar nicht. Ich löse jetzt die Haut ab von der Brust und schneide sie extra in Streifen. Dann schneide ich meine Brust in Streifen und setze die Haut wieder schön drauf. Wie kriegen wir jetzt die Fülle raus? Wir schneiden die Karkasse auf und dann können wir die Fülle schön rauslösen. Die Fülle duftet fein. Sie ist was echt Gutes, weil sie wegen der Innereien und beim Garen in der Leibeshöhle besonders geschmackig wird. Die Klöße dürfen nur ziehen, nicht kochen. Jetzt sind's fertig und Margit Balling muss noch überschüssiges Fett von der Soße abschöpfen. Dann kommt die Gans zu Tisch und auf die Teller mit Blaukraut, Fülle und Kloß. Ein Tipp, wenn man Klöße und Fülle nicht schneidet, sondern reißt, wird die Soße besser angenommen. Perfekt, genau das Richtige für Sonntagmittag. Nicht nur das Brustfleisch schmeckt, an den Flügelknochen ist auch was Gutes dran.
Wie sagt man da dann im Dialekt? Fieseln, oder? Sagt sie Fieseln? Flügel. Abnagen. Wenn man die Knochen so abnagt. Kiefen. Kiefen. Kiefen, ja. Sagt man da, ja. Abkiefen. Mhm. Genau. Und bei uns ist das ein Fieseler. Ein Fieseler, der die Knochen abfieselt. Wie man auch sagt, wenn am Ende auch die Knochen blank sind, dann war es richtig gut. Prost. Zum Wohl.